Immer wieder widmen wir uns für unseren YouTube-Kanal auch Themen aus der Bauwirtschaft. Als wir im Sommer diesen Jahres die Gelegenheit bekamen, mit XXL-Baumaschinen in einem großen Steinbruch zu drehen, haben wir nicht lange gezögert. Diesmal nehmen wir euch mit nach Baden-Württemberg. Wir sind zu Besuch im Schotterwerk Johannes Meyer in Mötzingen, 55 Kilometer südwestlich von Stuttgart. Hier wird Muschelkalk abgebaut und in der eigenen Verarbeitung für unterschiedliche Bauvorhaben veredelt. Das gesamte Gelände ist sehr weitläufig. Es umfasst 45 Hektar, wovon die eigentliche Gewinnungsfläche aktuell 13 Hektar umfasst. Für die Mobilität im Steinbruch hat man sich vor 2 Jahren für die Anschaffung von 3 Kubota RTVs entschieden. Eines der agilen Offroad-Vehikel dürfen wir uns für den Drehtag ausleihen, um uns und das Kamera-Equipment zu den Drehorten zu transportieren. Mit 26 cm Bodenfreiheit und der Einzelradaufhängung kommt man im Gelände gut zurecht. Das RTV X1110 hat 25 PS und wird von einem spritzigen Dreizylinder-Kubota-Motor mit 1123 Kubikzentimetern Hubraum angetrieben. Der Allradantrieb lässt sich zuschalten. Zugegeben, mit etwas Höhenangst im Nacken sind die schmalen Servicestraßen entlang der Abbausohle nichts für schwache Nerven. Und das sollte sich auch bei unserem ersten Drehort nicht ändern. Zweimal die Woche wird gesprengt. Rund um uns ein Pulverfass. Knapp 3 Tonnen Sprengstoff werden von den Mitarbeitern händisch in 10 Bohrlöcher verfüllt. Das Ziel ist es damit, etwa 9000 Tonnen Muschelkalk aus der massiven Felswand zu lösen. Die Kameras bauen wir dafür lieber in sicherer Entfernung auf. Für einen kurzen Moment ist es still. Nun geht es ans Aufräumen. Um die Vorbrechanlage auszulasten, müssen stündlich 600 Tonnen Gestein angeliefert werden. Mit gewöhnlichen Baggern und Lastwagen ist das nicht zu schaffen. Zwei solcher CAT 775 Steinbruch-Muldenkipper übernehmen den Transport. Beladen werden sie von einem CAT 390F, einem der größten Hydraulikbagger, den man in Deutschland finden kann. In der schweren Ausführung, mit einem verlängerten Laufwerk, dem gepanzerten Unterwagen und Zusatzgewicht, bringt die Baumaschine enorme 96 Tonnen auf die Waage. In den riesigen Löffel passen 6,1 Kubikmeter Material. 5-mal muss der Baumaschinenführer ins Haufwerk zupacken und dann ist der Muldenkipper mit 72 Tonnen Gestein beladen. Pro Stunde verbraucht der Bagger übrigens rund 48 Liter Kraftstoff und ist damit im Hinblick auf die bewegten Tonnagen sehr effizient unterwegs. Eine funktionierende Logistik ist entscheidend für die Produktivität des Abbaus. Sind der Bagger und das Transportfahrzeug beispielsweise, was die Größenverhältnisse angeht, nicht optimal aufeinander abgestimmt, so bleibt wertvolle Zeit und Tonnage auf der Strecke. Für uns sind es die ersten Filmaufnahmen einer Steinbruch-Erdmulde. Pro Jahr leistet so ein Fahrzeug rund 1500 Dienststunden. Bis etwa 20.000 Stunden ist es geplant, die Mulden im Betrieb zu halten. Auf geht's! Der nun rund 120 Tonnen schwere Muldenkipper setzt sich in Bewegung. Zwar schaltet das 7-Gang-Lastschaltgetriebe butterweich und automatisch, jedoch sind die Dimensionen enorm und nicht jeder kommt mit dem 5 Meter breiten Fahrzeug zurecht. Die tiefen Abbausohlen mit ihren Steigungen stellen eine zusätzliche Herausforderung dar. Gut, dass der V12-Motor mit 27 Litern Hubraum rund 800 PS Leistung bereitstellt. Das ist kein Job für Praktikanten. Vor allem bei Niederschlägen oder bei Schnee und Eis im Winter wird es besonders delikat. Dem Rand der schmalen Piste kommt man mit dem 750.000 Euro teuren Giganten automatisch noch deutlich näher als mit dem RTV. 30 Meter oder mehr geht es hier senkrecht in die Tiefe.
Hans-Martin Kübler leitet das Unternehmen in dritter Generation. Sein Großvater hat in den 50er Jahren begonnen, an diesem Standort Gestein zu fördern. Das Besondere an diesem Standort ist die Mächtigkeit des Muschelkalks ohne nennenswerte Überlagerungen. Von oben betrachtet befindet sich unterhalb der etwa einen halben Meter dicken Humuskrume lediglich eine 10 Meter starke Schicht Dolomitgestein. Darunter wird bis auf eine Tiefe von fast 100 Metern Muschelkalk gewonnen. Gegenüber anderen, ähnlich ausgerichteten Steinbrüchen muss so kaum weniger wertiges Gestein bewegt werden. Der natürliche Grundwasserspiegel, der täglich überwacht wird, liegt zwischen 5 und 20 Metern unter der 100-Meter-Marke. Unser Kubota X1110 bringt uns zum nächsten Drehort. Einfach den Fahrbereich auswählen und das lastabhängig geregelte Hydrostatgetriebe übernimmt den Rest. Mit der Servolenkung lässt sich das RTV auch im Gelände super bequem lenken. Hier im Steinbruch machen die Fahrzeuge jeden Tag für unterschiedlichste Aufgaben ihre Kilometer. Neben der Mobilität der Mitarbeiter lassen sich auch Ersatzteile und Werkzeug transportieren. Rund 500 Kilogramm passen auf die Ladefläche, die sich hydraulisch kippen lässt. Das Hydrauliksystem ließe sich auch für den Betrieb eines Streuaufbaus für den Winterdienst verwenden und mit einem Schiebeschild im genormten Frontkraftheber kombinieren. Der riesige Muldenkipper hat sein Ziel erreicht. Der Muschelkalk wird der Produktion und hier zunächst der stationären Vorbrechanlage zugeführt. Nach einer Vorsiebung übernehmen je nach Verarbeitungsziel 3 Brechstufen die Zerkleinerung. Hans-Martin Kübler zeigt uns die verschiedenen Produktionsstufen. 2 weitere Rohstoffsicherungsflächen mit ca. 50 Hektar angrenzend an diesen Standort sichern die Förderung für weitere rund 150 Jahre. Pro Jahr werden im Schotterwerk Johannes Meyer in Mötzingen 750.000 Tonnen unterschiedlicher Schotterprodukte gewonnen. 2 Drittel davon werden an den Straßen- und Bahnbau geliefert. Erstaunlich ist, dass fast die gesamte Produktion in einem Umkreis von nur 25 Kilometern sehr zentral vermarktet wird. Für die weitere Veredelung sind noch ein Asphaltmischwerk und eine Transportbetonanlage im Unternehmensverbund. Weil es so viel Spaß macht, drehen wir noch eine Runde mit dem RTV und sammeln ein paar letzte Filmszenen der Caterpillar-Technik. Ein spannender Drehtag mit neuen Eindrücken und interessanten Einblicken in die Steingewinnung geht für uns zu Ende. Besucht für weitere Informationen zum Schotterwerk Johannes Meyer deren Internetseite und folgt für weitere YouTube-Videos rund um die Land- und Bauwirtschaft unserem YouTube-Kanal.